findet unser Reporter eine Menge Links zum neuen Geruchstest, der Covid-Infektionen nachweisen will. Ist dieser Test die Lösung, bis die meisten von uns geimpft sind? Auch Mediziner der Uniklinik Frankfurt und der Berliner Charité haben schon mal Probe geschnuppert. Also wenn selbst die Top-Virologen in unserem Land sagen, dass dieser Test durchaus helfen könnte, diese Pandemie einzudämmen, dann finde ich, ist das Grund genug, sich das genauer anzugucken. Die Grundidee? Corona beeinflusst den Geruchssinn. Oft schon, bevor man andere Symptome wie Husten hat. Vincent lädt für den Test die passende App hoch und bestellt im Internet Rubbelkarten mit Gerüchen. Bevor es losgeht, spricht Vincent online mit Professor Derek Toomrey, dem Kopf des Forscherteams. Der hat in Studien mit mehr als 2000 Probanden festgestellt, dass bei Infizierten erste Geruchsstörungen sehr früh auftauchen können. Selbst Menschen ohne Symptome haben schon teilweise einen Geruchsverlust und kriegen es noch nicht mal mit. Mit unserem Test erkennen wir das. In internationalen Studien ging man davon aus, dass etwa die Hälfte der Corona-Patienten Geruchseinschränkungen hat. Unsere Tests ergaben, es sind sogar 80%. Wenn wir uns die Daten aus Brasilien ansehen, 95%, die bei unserem Test positiv waren, hatten am Ende tatsächlich Covid. Den neuen Geruchstest kann Vincent bequem zu Hause machen und sich so auch nicht neu anstecken. Er lädt die App. Ab da funktioniert alles selbsterklärend. Kurz zuvor hat Vincent diese Karten bestellt. Nun scannt er lediglich noch den QR-Code. Also es ist ja wirklich eigentlich fast genial einfach, sag ich mal. Das ist schon mal cool. Also man kann hier nichts falsch machen. Noch dazu ist der Test sehr günstig. Eine Karte für einen Test kostet 3 Euro. Im Vergleich dazu der Antigentest um die 30 Euro und der sichere PCR-Test sogar bis zu 190 Euro. Professor Toomrey erklärt, dass die Infektionsrate rasch sinkt, wenn wir genug schnuppern. Wenn jeder alle 3 Tage den Geruchstest macht, kann das die Kurve bis zu 75% abflachen. Zur Sicherheit rate ich, denn wir kennen noch nicht alle Parameter, täglich zu testen. Vincent nimmt die Sache selbst in die Hand. Auf den Karten sind 5 Geruchsfelder angebracht, die er alle richtig erschnuppern muss. Also wenn das jetzt echt funktioniert, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass es jetzt gleich rauskommt. Du kannst nicht riechen, um Gottes Willen. Nun rubbelt Vincent ein Feld nach dem anderen auf und muss sich für einen Geruch auf der App entscheiden. Also von den Auswahlmöglichkeiten würde ich sagen, es ist Rose. Popcorn. Safe. Das macht ja fast ein bisschen Spaß, ne? Also das ist schon ganz cool. Also ich meine, wenn man sich so überlegt, so ein normaler Corona-Abstrich, der ist natürlich wahnsinnig unangenehm, wenn man da irgendwie in der Nase und im Rachen rumgebohrt bekommt. Und das ist ja schon fast irgendwie so, das ist ja fast schon so ein Spiel irgendwie, ne? Das Team testet mit. Es kann sein, dass man trotz Corona einzelne Aromen noch riechen kann. Nicht jeder Infizierte hat dieselben Einschränkungen. Deswegen haben die Macher 5 Aromen ausgewählt. So ist ein großes Spektrum an Gerüchen abgedeckt und der Test damit aussagekräftiger. Da müsste ich jetzt echt raten. Also wenn so Gerüche wie Minze und Schokolade, das ist relativ eindeutig. Aber ob das jetzt halt so ein Orangenaroma ist oder so ein Weintraubenaroma. Es riecht halt beides sehr künstlich, einfach so ein Seifenladen. Vincent testet die amerikanische App. Die deutsche Variante geht gerade mit Kiefernaroma, Zimt, Rose, Banane und Erdbeerduft online. Diese Aromen eignen sich laut Studien nicht nur am besten, um Geruchsverlust zu erkennen, sie sind vor allem für europäische Nasen eindeutiger zu unterscheiden. Ganz sicher. Peng. Grüne Ampel heißt, alles gut. 5 von 5 Gerüchen hat Vincent richtig erkannt.
Der Test dauert nicht mal eine Minute. Im Vergleich dazu sind alle PCR-Tests eine lahme Krücke. Es ist super simpel, es geht total schnell. Ich muss auch nicht rausgehen, ja, was natürlich auch eine gute Sache ist. Und ich habe vor allem eine direkte Rückmeldung. Ich muss nicht ein paar Tage warten. Ich habe zumindest so mal eine gewisse Sicherheit. Und von daher finde ich das eigentlich schon eine coole Sache. Wenn es funktioniert, kann das auf jeden Fall dabei helfen, ja. Schokolade. Zweite Runde. Vincent tippt nun bewusst falsch. Als Ergebnis erscheint die rote Ampel. In diesem Fall müsste sich Vincent sofort selbst isolieren und schnellstens einen PCR-Test machen. Hallo. Hi, grüße Sie. Vincent möchte eine zweite Meinung. Von Dr. Markus Frühwein will er wissen, was dieser vom Geruchstest hält. Der Allgemeinarzt betreibt mehrere Teststationen in München. Der Virusnachweis ist immer besser als der Symptomnachweis. Die PCR weist die DNA oder in dem Fall die RNA des Virus nach. Der Antigentest weist meistens Hüllenbestandteile des Virus nach. Also hier weise ich wirklich direkt das Virus nach. Was ich hier mache, ist einfach ein Symptom nachschauen. Und Corona gehört nicht zu den Erkrankungen, wo ich anhand von der Symptomatik sicher sagen kann, was ich habe. Nicht alle Covid-Patienten haben Geruchseinschränkungen. Wenn ja, ist auch die Dauer unterschiedlich. Ist der Riechtest also überflüssig oder sieht der Arzt auch Vorteile? Es kann durchaus sein, dass man dadurch herausfindet, dass jemand, der es vielleicht gar nicht merkt, einen Geruchssinnverlust hat. Und dann sollte der sicher auch einen PCR-Test machen. Das ist aber wahrscheinlich einfach ein relativ kleine Menge an Leute, die wirklich isoliert ihren Geruchssinn verloren haben. Der ganze Rest hatte irgendwie zusätzliche Symptome und dann mache ich halt irgendwie den richtigen Test. Den macht auch Vincent zum Gegenchecken, was bei seinem Geruchstest herauskam. Das ist natürlich jetzt auch beruflich bedingt nicht der erste PCR-Test, den ich machen musste. Und ich weiß natürlich auch, dass ich mich darauf verlassen kann. Und das ist halt irgendwie, da weiß ich, was ich habe. Und da weiß ich, dass ich mich, wenn ich das Ergebnis bekomme, okay, rot oder grün. PCR-Tests sind in großen Mengen noch nicht möglich. Momentan reicht die Kapazität in den Laboren aus, jeden zweimal im Jahr zu testen. Hier hat der Geruchstest die Nase vorn. Nur wir haben die Möglichkeit für 80 Millionen Tests täglich. Das kann kein anderer Test. Vorteile sind die große Kapazität und der Preis. Es ist doch besser, täglich einen guten Test anzubieten, als einen sehr guten nur alle 6 Monate. Der Geruchstest ist nicht nur für zu Hause. In Firmen oder auch vor dem Zutritt in öffentliche Gebäude entscheidet er darüber, wer rein darf. Auch Sportmannschaften könnten sich so regelmäßig selbst testen. Man kann ihn immer da einsetzen, wo viele Menschen zusammenkommen. Nach gut 24 Stunden erhält Vincent das Ergebnis von seinem PCR-Test. Negativ, wie auch schon der Riechtest. Ich meine, so ein Test ist ja dafür da, dass ich eine gewisse Art von Sicherheit habe. Gibt er mir den? Wahrscheinlich nicht, aber ich bin auch gerade kein Corona-Patient. Der neue Riechtest kann den PCR-Test nicht ersetzen. Doch solange wir die Pandemie nicht besser im Griff haben, gibt er uns zumindest einen Anhaltspunkt.